Morgen 5. Mai, morgen am 8. Der Wochenmarkt so ganz ist die zweite Saison gestartet. Jeden Samstag bis am 27. Oktober gibt es jetzt dort vom 8. bis zum 12. in der Obergasse vom Städtl so ganz eben Markt treiben. Eine Handvoll engagierte Frauen machen es möglich. Und wenn jemand auch Markttreibende sein will, auf www.wochenmarkt-so-ganz hat es einen Kontakt. Da weiss man auch genau, wie man dazu kommt, um eben auch teilzunehmen. Okay. Fotos vom Jerry Gadient natürlich für einen ganzen Länder. Ganz etwas Wichtiges, dass man das eben auch publik macht. Ja, und dann ist man hergestanden, die Menschenkette. Und nachher, bei der Ansprache, hat man sich gekehrt zu den Menschen hin. Und Monika Gauer hat eben die Menschen zur zweiten Saison begrüßt. Liebe Marktfahrerinnen, liebe Marktfahrer, liebe Gäste, wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zum zweiten Wochenmarkt von Sargans. Wir freuen uns extrem, dass das wieder zustande gekommen ist. Wir haben eine Tradition in Sargans. Und zwar haben wir schon viele hundert Jahre Marktrecht. Und von dem machen wir jetzt wieder Gebrauch machen. Viele von euch waren schon im ersten Jahr dabei gewesen und sind uns auch im zweiten Jahr wieder treu. Das freut uns extrem. Letztes Jahr haben wir ja wahnsinnig Glück gehabt mit dem Wetter. Und dieses Jahr ist es wieder genau gleich, würde ich jetzt einmal sagen. Und das freut uns natürlich. Ich möchte mich bedanken bei der Gemeinde, die uns als OK immer wieder unterstützt, wo auch Gemeindevertretungen da sind. Dann möchte ich mich bedanken bei unserer treuen Marktmusik, die rechtzeitig wieder zu uns gekommen ist und uns dann am Laufe des Morgens wieder begleitet. Und ich wünsche Ihnen und allen, die da sind, viel Glück, gute Geschäfte, Marktfahrenden und wie gesagt, einfach gutes Wetter. Jetzt möchte ich noch schnell sagen, dass für die Marktfahrenden gibt es heute Kaffee und ein Gipfeli. Oder für die keinen Kaffee trinken, die hätten dann einen Tee in der Kanne, die dort parat steht. Und der Kaffee kommt vom Kalon. Ja. Vom Elad, Entschuldigung, Elad Kalon. Er spendiert uns den Kaffee und wir können so gerade eine Kostprobe haben von seinem wunderbaren Produkt. Danke. Ich eröffne den Markt somit als eröffnet. Jetzt gehen wir los. Ja, ich will mich diesen Wort anschliessen. Ich bin gebeten worden, ein paar Worte seitens vom Gemeinderat an die Kundinnen, Kunden, Marktfahrerinnen, Marktfahrer und Organisatorinnen und Organisatoren zu richten. Und ich vor ein paar Wochen eine Batterie für meinen, wenn ich gefunden habe, relativ neuen Computer gebraucht habe. 3 bis 4 Jahre ist er. Hat mir der Verkäufer gesagt, das sei ein Vintage-Gerät. Da gäbe es keine Batterie mehr. Original. 3 bis 4 Jahre geht es, dann ist man Vintage. Wochenmarkt gibt es seit Hunderten von Jahren mega Vintage. Also, es gibt keinen Dorfmetzger mehr. Der Bäcker überlebt manchmal nur, wenn er etwas zusätzlich macht. Postgabe verloren. Die Einkaufszentren haben sogar Probleme gegen den Onlinehandel. Aber der Wochenmarkt, Jahrhunderte alt, versucht es immer wieder. Das finden wir toll. Wir finden es auch toll, dass es zum zweiten Jahr versucht. Das heisst, offenbar war das letzte Jahr so erfolgreich gewesen, dass es sich lohnt, das nochmal zu machen. Für uns ist das auch eine Belebung vom Städtli. Es ist eine Möglichkeit, regionale Produkte anzuverkaufen, naturnähe Produkte anzuverkaufen. Und das unterstützen wir. Wir sind froh, dass ihr das nochmal probiert. Wünschen viel Erfolg für das zweite Jahr. Und jetzt, heute Morgen, bei dem Start, den Kundinnen, Kunden, Verkäuferinnen, Verkäufer und den Organisatorinnen und Organisatoren viel Erfolg, gute Geschäfte und gute Begegnungen. Und vielen Dank an denen, die das organisieren. Schönen Morgen. Es wird das Frauen ins Merit gehen, ins Merit gehen. Morgen mal daheim, la 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 la. Hans, du musst daheim bleiben, daheim bleiben. Und der Hühner die Eier grillen. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la.
der Hörer Deier griefe, tralalalalala. Im Ofen sind sechs große Küchen, große Küchen. Guckst mir all zu denen schauen, tralalalala, tralalalala. Guckst mir all zu denen schauen, tralalalalala. Am Abend, wo sich 60 sind, 60 sind, die Küche gefressen sind, la 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 la, la 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 la, sind die Küche gefressen sind, la 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 la. Da nimmt sie den Hans beim Bärtli, Bärtli, und rührt er raus ins Gärtli, la 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 la, la 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 la, und rührt er raus ins Gärtli. Der springt ins Nachbarshaus, Nachbarshaus. Er schaut vom Fenster raus. La 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 la, la 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 la. Der Fritz, der schaut zum Fenster raus. La 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 la. Los, Fritz, wir müssen jetzt zusammenstehen. Die Frau, die wird mich zusammenschlagen. Tralalalala, tralalalala. Die Frau, die wird mich zusammenschlagen. Tralalalalala. Los, Hans, du musst dich nicht beklagen, nicht beklagen. Verschlagen, tralalalala, tralalalala. Mini hat mich auch verschlagen, tralalalalala. Die Frauen sind ein Lumpenpack, Lumpenpack. Sind nur aus Stroh und Lumpen gemacht, tralalalala, tralalalala. Sind nur aus Stroh und Hutle gemacht, tralalalalala. Männer sind ganz andere Leute, andere Leute. Saufen viel und schaffen nicht. Tralalalala, tralalalala. Saufen viel und schaffen nicht. Tralalalalala. Warum? Ja, warum kommst du hierher? Weil... Warum wir sind hier? Das ist eine gute Frage. Weil der Markt einfach einen guten Kaffee braucht. Der Markt braucht einen guten Kaffee, die ganze Leute, die Leute in seinem ganzen Land brauchen guten Kaffee. Aha, super. Wir hier mit unserem guten Kaffee. Verkaufen auch Kaffeegetränk. Der Gemeinderat zufrieden mit dem Kaffee hier? Das weiß er noch nicht, er muss ihn zuerst probieren. Oh, oh. Aber das Design überzeugt schon. Das ist wohl schon viel, gell? Ja, das ist viel. Also ich finde es toll gemacht. Ist offenbar eine junge Firma, die man unterstützen muss. Ja, ja. Gut, also jetzt. Nase wunderbar. Und? Fein. Hä? Ein richtig guter Cappuccino. Für das ist es der Wochenmarkt braucht so ganz, damit er mal endlich einen guten Kaffee hat. Ich mache zwar Werbung für Wangs, aber es ist wirklich gut. Wir sind hier auf dem Markt, um hautnah bei den Leuten zu sein und unsere Produkte selbst zu vermarkten. Und das alles, was Sie hier zeigt, das kommt aus der eigenen Firma? Das alles, was wir haben, ist hofeigene Produkte. Der Spargel, Rhabarber, die Wurstwaren, das Fleisch, kommt alles von unserem Hof, ja. Oh la la, viel Arbeit, hä? Ja, aber es macht Spaß. Und das machst du jetzt hier? Machst du es ja portionieren, oder? Jetzt wiege ich gerade noch die Mostbröckli ab. Ach so, die Mostbröckli, ja. Ja. Okay, super, dann viel Erfolg. Danke. Du stehst ja so relaxed da, gell? Ganz relaxed. Du wohnst in Chur, kommst aber ursprünglich aus dem Buschlauf. Wie kommst du zu Also, ich tue noch meinen
Buschlafertal vertreten. Aha. Wir ein bisschen Werbung machen für unseren schönen Buschlafertal. Aha. Ja. Und was für Produkte hast du jetzt da? Also ich habe Käse, habe Teigwaren, Tees, Säfte, Fleisch, allerlei. Auch alles in Höfen und im Buschlaf gemacht? Ja. Und wir haben letztes Jahr den Milestone gewonnen. Und die Produkte 100%. Was, wie heisst das? Milestone. Ah, ja, ja, ja. 100% aus dem Tal. Ja. Und von zu ihm gemacht in Buschlaf. Das sind zum Beispiel. Komm, schau mal, jetzt. Achtung, jetzt. Also, jetzt. Pizzockeri. Das ist der. Was sind das? Oh, ja. Pizzockeri. Hoi, hoi, die sind so fertig. Die haust du in die Pfanne rein und alles fertig. Ja. Man muss dann Gemüse rein tun, feinen Käse, den wir hier haben. Ja. Und nachher viel Butter und ja, ja. Mit Rezept drauf, habe ich gesehen, gell? Ja, mit Rezept. Super. Super. Wann bist du jetzt aufgestanden heute Morgen? Ich? Ja. 6:30. Aha, also das war schon schnell aufgebaut, ja? Ich bin schnell, ja. Ich will keine halbe Stunde mehr schlafen. Gut, okay. Warum kommst du so daher? Wir haben ein Hilfswerk, das heisst, eine Kollegin von mir hat selber ein Hilfswerk gegründet in Mali, Westafrika, letzten Oktober. Und das ist eines der ärmsten Länder der Welt. Und wir gehen an den Markt, um Sachen zu verkaufen, um diesen weißen Kind ein besseres Leben zu ermöglichen. Also, sie brauchen Kleider, sie brauchen Nahrung, sie brauchen Medikamente. Wir haben das ganze Waisenhaus übernommen und wir gehen immer selber dorthin. Wir bringen das Geld wirklich vor Ort. Also, es geht jeder Franken an die Kinder. Jetzt am Montag fliegt sie gerade wieder runter mit ihren zwei Projektleiterinnen. Und dann schauen sie wieder, was Not am Mann ist, wo man das Geld einsetzen muss. Und da ist ein ganzer Haufen verschiedener Produkte. Was verkaufen Sie denn da alles? Wir verkaufen Bündner Honig aus Zedrun. Dann verkaufen wir Baobab-Produkte aus Afrika. Das ist dann ja auch wieder eine Hilfe eigentlich für die UNA. Also wir schaffen ja auch Arbeitsplätze mit dem. Wenn man wieder Brunnen kann bauen mit dem Geld, dann können sie bewässern und können so Bäume pflanzen. Der Affenbrotbaum, der ist sehr bekannt und in Afrika als Apotheker oder Zauberbaum wird er genannt. Und sie verwenden alles von dem Baum. Aus der Frucht gibt es das Fruchtpulver, das man täglich einnehmen kann. Einfach als Nahrungsergänzung. Es ist aber ein reines Naturprodukt, also null synthetische Zusatzstoffe. Und das ist einfach für das Wohlbefinden, dass man sich besser fühlt. Es ist sehr reich an Vitaminen, hat 14 Spurenelemente. Hat Eisen, Kalzium, Kalium, also es gibt eigentlich gar nichts, kein Nahrungsmittel, wo man so viel kann von diesen wichtigen Stoffen aufnehmen kann. Du bist voll Engagement, gell? Ja. Du bist ja Marktfahrende, die das aus reinem Engagement macht, gell? Ja, ja, das machen wir alles, alle aus reinem Engagement, ja. Müssen wir, weil sonst kommt nichts. Bist du denn sonst von Beruf? Weißt du, wie du da her? Ich bin Hausfrau und Mutter. Nicht Apothekerin, nichts? Nein, 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 nein. Ja. Hat es ganz so den Eindruck gemacht? Aber ich interessiere mich für Ernährung, ja. Für Gesundheit. Darum liegt das mir auch mit diesen Produkten. Ich habe alles natürlich selber ausprobiert. Das heisst, ich nutze das jeden Tag. Das Öl ist für die Hautpflege. Und das kann man als Gesichtspflege. Also ich brauche keine Gesichtscreme mehr. Und ich habe eine schönere Haut. Und wenn ihr in der Wochenmarkt sind, wo kann man das bestellen? Wir haben Flyer, die wir abgeben. Dort ist die Adresse drin von mir. Jawohl. Dann haben wir eine Homepage, Barica Foundation. Im Facebook auch. Und dort haben wir einen Shop drin. Aha. Dort sind alle die Produkte erhältlich. Also das Fruchtpulver, der Tee, Honig, Seife. Die Taschen, die sind aus Afrika handgemacht von diesen Frauen. Also das ist auch wieder eine Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Dass sie Arbeit haben unten aus diesen Stoffen. Die nähen das von Hand. Bist du selbst schon mal dort gewesen? Ja, aus Afrika? Ja. Und dann die Wolle hier, das da? Das hat eine Frau von Hand gedreht. Das ist unsere neue... Eine Frau hat das von Hand gedreht? Ja. Das sind eine Wolle, die aus mehreren Fäden besteht. Gibt dann so wunderschöne Muster. Und das ist in dem Sinne auch ein handgemachtes Produkt. Dann haben wir Socken, die Frauen auch freiwillig zum Teil für uns lismen. Auch im Leben, wir können nicht zahlen, wir können nicht Leute auszahlen, sonst haben wir kein Geld mehr zum Abgeben. Also das geht wirklich alles an die Kinder. Sabine Gott, Hofladen Teile, warum kommst du daher? Wir haben viele eigene Produkte, die wir gerne direkt an den Kunden bringen. Und ich backe gerne. Ich habe Konditor gelernt und das ist so ein bisschen mein Hobby. Ja. Es ist einfach gut, dass du gelernt hast. Gell? Mehr Ring und was du alles dort hast. Also, das kann man nicht von heute auf morgen. Gell? Ja, ich mache es gerne und es ist schön, wenn die Leute Freude haben. Und, ja, es ist gefreut. Ja. Eine riesen Arbeit, oder?
Chef ist es ja, ja. Aber ist dann schön zum Dastehen und zum, ja, zum an den Kunden direkt zu bringen, ja. Es hast heute einen Haufen Produkte hier, verschiedene Brotzöpfe und so weiter und so. Wann bist du aufgestanden? 11:30 gestorben. Das ist sich gewöhnt, gell? So als Bäcker-Konditor und eben jetzt als Hofladenfrau, oder? Ja, das ist schon Ausnahme. Also, das mache ich noch, wenn Markttag ist, ja. Und jetzt kommst du dann immer zu dem Wochenmarkt, oder? Mhm, wir sind jede Woche da, ja. Ja, ja. Und jetzt hast du einen Haufen, wie gesagt, Brot und so, Meerrein, gut, das kann man auf die Seite tun, aber geht es einmal weg? Letztes Jahr waren wir sehr zufrieden gewesen. Ja, ist einmal wirklich einmal etwas aufgegangen und sonst brauchen wir die Woche durch auch noch etwas zum Essen. Mal ist Gott dann hat einmal wirklich schön auf, ja. Jetzt kennt ihr die Verdienstmöglichkeiten der Landwirtschaft, ist inzwischen relativ schwierig geworden. So, ist es so ein Hofladen, ist das noch etwas, wo man sich etwas dazu verdienen kann, oder ist es gleich eher ein Hobby? Nein, für uns ist es ein Standbein. Wir sind ein kleiner Landwirtschaftsbetrieb und könnten jetzt nur von der Milchwirtschaft nicht leben. Und so mit dem Hofladen können wir das Ganze optimieren und haben eine bessere Wertschöpfung. Und mal für uns ist es wirklich ein Standbein. Und wir müssen jetzt beide nicht mehr auswärts arbeiten und ja, können so vor und nachgeben mit verschiedenen Produkten. Ja. Für uns ist es... wir haben auch einen idealen Standort von unserem Hof. Wir sind fast im Dorf. Und da ist es für die Kunden auch nicht gerade eine Weltreise, um zu uns zu kommen. Ja. Föhrenbier, das kommt von Sargans? Ja, aus dem Städtli, aus der Militärküche. Keule. Und da machen wir von A bis Z alles selber? Ja, genau, selber. Alles miteinander. Es setzt dort aber auch noch Föhrenbier, Müsli, Föhrenbier, Senf, also... Das machen wir aus dem Träber. Aha. Und den Senf machen wir mit dem Bier. Aha, ja, ja. Gut, also das sind ganz verschiedene, in dem Fall, Bier, oder? Wenn es hält, das Sargans, und dann haben wir noch ein Dunkelsirius und ein Rapunzel haben wir auch noch. Das ist ein Golden Ale. Und wie ist mit dem Absatz? Nicht so viel, wir haben nur 70 Liter, die wir brauen. Aha, das ist mehr ein bisschen Hobby, und jetzt so... Ja, das ist Hobby. Ihr probiert mal im Markt jetzt zu kommen. Genau. So ein ganz Föhrenbier. Warum denn Föhrenbier? Ja, das ist eine lange Geschichte. Aber hat mit Föhren, mit dem Baum nichts zu tun? Nein, es hat mit dem Föhrenwelt zu sitzen zu tun. Wir kommen ursprünglich von dort. Ah, so. Genau. Das ist eher so ein bisschen, wo wir euch getroffen haben. Genau. Und so kommt man eben an den Markt ins Gespräch mit diesen verschiedenen Leuten. Zum Beispiel mit dem Reinhold Bless, mit dem, der eben hier so schöne Zeine und Körbe und Stühle flechtet. Wo man auch gesagt hat, dass er jetzt aber mit Schulen auch Kurs mache. Das finde ich super. Und die Kreativität natürlich. Aber nebendran war die Blumenfrau, Silvia Locher, die natürlich auch im Alltag ein Geschäft in der Ganze hat. Auch sie zeigt die Blumen. Aber hier am Wochenmarkt kommt man eben nach ins Gespräch mit diesen Markt. Treibende. Und darum ist sicher etwas ganz Spezielles und etwas Schönes, um eben hierher zu gehen, am Wochenmarkt, der jetzt jeden Samstag im Städtli ganz vom 8. bis 12. stattfindet. Und, ich weiss nicht, wie es mit der Musik ist, aber damals waren auch die dabei gewesen. Und die haben mir verraten, dann, wie man Steuern sparen kann. Kameramann, was kommt gut im Fernsehen? Nichts Skandalöses. Mal, hast du etwas Skandalöses? Er kommt vor die Presse, natürlich Skandalös. Also lustig ist, dass Zigeunerleben brauchen, der Gemeinde kein Geld zu geben. Das ist das Beste. Ja. Lustig ist das Zigeunerleben, fahr ja, fahr ja hoch. Brauchen der Gemeinde kein Geld zu geben, fahr ja, fahr ja hoch. Lustig ist es im Grünen Wald, wo der Sieger ein